Packende Ringreportage, präsentiert von folgenden Firmen: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen. Stutzbau bietet Lehrstellen. Raiffeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetente Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMILCH AG. Steve Reichmuth hat es geschafft, er und seine Fans feiern. Bronze an der WM in Kasachstan. Der grösste Ringererfolg für die Schweiz seit 35 Jahren. Freude und Begeisterung am Ende am Abend beim Empfang in der Krone Zwillisaal. Liebe Ringerfamilie, Freunde und Kollegen vom Stevie, Medienvertreter, lieber Stevie, es freut mich außerordentlich, heute am Abend einen Sportler zu würdigen, der dessen Art und Einstellung seinesgleichen sucht. Nach unzähligen fünften Plätzen, es sind vier an der Zahl gewesen, an EM und WM, ist endlich der grosse Erfolg gekommen. Sprichwort, der Glaube kann den Berg versetzen, trifft bei dir zu, wie glaub, bei keinem anderen. Denn niemand hat so fest an dich und an die Medaille und an die Qualifikation für die Olympischen Spiele geglaubt, wie du. Zielstrebigkeit, Energie und Art, wie du deine grossen Ziele angehst, sind einzigartig und absolut vorbildlich. Trotz der klaren Ziele wirkst du aber nie steif und nie zu fest verbissen, sondern bringst immer eine gesunde Portion Lockerheit mit. Und wenn es der Einige so weit ist und ein Erfolg gefeiert werden kann, kannst du es auch so richtig krachen lassen. Das werden wir sicher heute Morgen noch sehen. Stevie, wir, die ganze RCW-Familie, sind unglaublich stolz auf dich und gönnen dir den geschichtsträgigen Erfolg von ganzem Herzen. Herzliche Gratulation! Das war für eine Seite. Dann braucht es natürlich auch noch Verband dazu, der die ganzen Strukturen im Kader rundum organisiert, zusammenhält und führt. Und ich bitte jetzt den Rudi Wieland als Vertreter des Zentralvorstands von Swiss Wrestling ebenfalls noch kurz etwas zu sagen. Rudi? Danke, Hügi. Hallo, Willisau. Hallo, Willisau. Hallo, Ringerschweiz. Kurz, da hast du richtig gesagt, mach es auch kurz. Ich will unseren Held, den Stevie, nicht länger strapazieren. Emotional ist das etwas Unglaubliches. Vom Verband her sind wir wahnsinnig glücklich, stolz. Was soll ich noch sagen? Einfach unglaublich. Ich möchte aber auch noch den Nationaltrainer geschwind führen, bitte, den Nico. Wir sind einfach geile Scheiben. Wie ihr da, wir haben es gut gesehen im Fernsehen, den Euchaufnahmen, wie ihr wirklich voll dabei gewesen seid, bedingungslos. Und das hat zum Erfolg geführt.
Der Nico ist seit 2,5 Jahren Nationaltrainer. Er hat den Stevie vom Ludi König übernehmen, hat er nochmal dran gefehlt und jetzt haben wir die Medaille. Oh. Ich werde nicht zu lang werden, aber wir werden euch ein bisschen vorbereiten für Tokio. Das sind auch japanische Sachen. Die Anleitung sogar für die Stäbli. Das Trainingsgerät für Zeigefinger, Daumen und Ringfinger. Und das Geilste ist da innen der Tokio Mix. Gratuliere. Weiter so, feiertüchtig, nimm ein Päuschen offen, der zwei Willi Sau gibt dem Stevie ein bisschen Päuschen, weil das braucht er jetzt sicher. Macht's gut, schönes Fest, danke vielmals. Ich glaube, wir müssen da nicht ein grosses Interview machen. Wir sind vorher am Flughafen gesehen. Merci an denen, die nicht mitgekommen sind. Das ist, glaube ich, schon mal das erste Mal riesig emotional gesehen. Und zu reden, das kann man. Das wissen wir. Mach uns gleich dich noch reinschauen, Stevie. Hallo zusammen. Es war vor 4 Stunden Überwältigung am Flughafen. Und ja, es ist noch viel überwältiger jetzt hier. Das ist der Hammer, ey. Ich habe noch nie so viele Leute in dieser Krone gesehen. Und ich glaube, sie haben morgen wieder auf, aber ich bin noch nicht sicher, ob die morgen auftun. Ja, wo soll ich anfangen? Es ist das grösste Weekend in meinem Leben. Es hat alles gepasst. Ich war fit, Nico hat mich trainiert, Tag X war da. Wir haben das Hammer los. Auch zu einem Hammer los gehört auch ein Hammer Form, die hatte ich. Zu dem Los ist vielleicht noch zu sagen, im ersten Kampf, der Litauer, den hatte ich noch nie gehabt. Im Training haben wir gegen den immer ein bisschen Mühe gehabt. Also ist auch immer ein bisschen eine schwierige Aufgabe, wenn du den Gegner noch nie gehabt hast. Aber das war so ein bisschen wegweisend ins ganze Turnier. Nachher kam die Israeli, wo ich an der EM verloren habe, 9-9. Und dort haben wir gesagt, dort haben wir noch eine Revanche offen. Dort haben wir gemeistert, dort haben wir von der Matte geputzt. Müssen sein, ist nicht die Welt Nummer 1 nachher im Viertelfinale auf mich getroffen, sondern der Frief von Spanien, wo ich letztes Jahr, wo auch eine sehr grosse Fangruppe in Budapest dabei war, wo ich den bitter verloren habe im Achtelfinale. Auch bei Führung, ich bin vorgesehen gegen ihn, habe ihn verloren und musste dazu schauen, wie der Bronzemedaille mir wegschnappt. Ich war so im Fokus, ich habe wirklich ich habe gewusst, ich gewinne. Er hat eins mal geführt, ich habe eine Passivität bekommen. Ich mache noch den Punkt an der Zone. Es ist einfach alles. Es war wie im Tunnel. Ich konnte es nicht glauben. Es war da, die Olympia-Quali. Es war ein riesiger Stein. Es war eine riesige Erleichterung. Wir sind nur noch in den Armen gelegen. Wir haben beide gebrüllt. Und ja, es ist. Wir fahren nach Tokio. Wir fahren nach Tokio. Genau, aber das Tokio war sehr schwierig im Vorfeld. Monat vor der WM. Es ist
ich bin auch nur halt darauf angesprochen worden, hey, jetzt WM, die Steffi, Tokio, wir wollen das Billett, wir wollen an allen Orten. Kaum aus der Tür raus ist immer von Tokio geredet worden, aber Tokio war noch so weit entfernt gewesen. Hat mit dem Trainerstaff und mit dem Mentaltrainer, mit dem Reto zusammengekocht und auch gesagt, hey, das lassen wir jetzt weg, es geht nicht um Tokio, es geht einfach um die WM, Kampf für Kampf. Einer nach dem anderen auch und dann kommt das von allein. Und ich habe auf Social Media monatelang kein Facebook, kein Instagram gehabt, ich habe wirklich abgeschaltet. Die Weekends, wo ich noch daheim war vor der WM, die wenigen, bin ich noch in einer Berghütte oben gewesen, beim Gysi, beim ehemaligen Junior-Nationaltrainer. Dort oben hatte ich kein Internet, habe mich wirklich abgeschaltet, habe mich gut fokussieren können. Und ich sage, das war ausschlaggebend, dass ich mir nicht zu viel auf dem Tokio rumgeritten bin, sondern wirklich einfach nur Kampf für Kampf an dieser WM genommen habe. Und so ja, schlussendlich Quali geholt habe. Und es ist halt gleich, es ist als Schweizer ein Quali holen im 86er Feld, ist ein riesen Highlight. Und für mich ist einfach ein riesen Druck von der Schulter gefallen, eben auch wegen des grossen Druck, weil ich konnte mich dann nicht mehr recht fokussieren können im Halbfinale. Ich bin da auch zwischen dem Viertelfinale und Halbfinale schnell die Fernmeile raus, wo ich die Schweiz getroffen habe. Und dort haben wir nur noch gebrüllt und gefeiert. Und es war wirklich schön gewesen. Aber eben, das ist der genaue Weg zum Verhängnis im Halbfinale, als ich den Halbfinalkampf verloren habe. Nachher ging es wieder ums Sammeln gegangen. Und nochmal zusammennehmen. Wir haben die Olympia-Quali, aber die WM ist nicht vorbei. Und das waren meine schwierigsten 24 Stunden gewesen, von meinem Leben, als ich dort den Fokus wieder finde. Als ich mich nicht zufrieden stelle mit der Olympia-Quali, sondern eben... Ja, eine Olympia-Quali ist das eine, aber wann haben wir eine Chance, an einer WM eine Medaille zu machen als Schweizer? Und die Chance wollte ich nutzen. Und ich habe es heute am Flughafen schon erzählt. Ich bin am Morgen am 7. Ich konnte nicht mehr schlafen. Bin aufgestanden, habe mit der Schwester noch Kontakt gehabt. Die habe ich nicht verwünscht, am Samstag oben. Die ist gerade heimgekommen vom Ausgang. Die hat aber auch schon den Fokus verloren gehabt. Am Morgen am 7. Ich wirklich nur zählen im Telefon, ich habe mit ihr geskypet und ich glaube, sie hat gemeint, ich habe irgendwie Angst vor dem Finale oder so. Sie hat mich gar nicht recht verstanden, aber es war einfach nur Freude, pure Freude. Und ich glaube, der richtige Fokus ist wirklich nur halbklapp 10 Minuten vor dem Bronzenkampf gekommen, wo ich mich wirklich wieder gesammelt habe und einfach gesagt habe, Ring um Leben und Tod. Und es ist auch am Leben und Tod gegangen und schlussendlich ist es aufgegangen und die erste Freistil-Medaille für die Schweiz. Sind wir nur noch aufeinander gut gelegen. es ist wirklich abartig gewesen. Das Komische war aber, genau in dem Moment, wo ich eigentlich alles rauslassen konnte, so ist es wirklich veraltet gekommen. Ich habe es gar nicht realisiert. Aber nachher auf dem Podest oben, ich bin dort gestanden und habe gedacht, du, ja, was ist da, was geht da ab? Ey? Es ist ein Traum. Du träumst Alltag, du trainierst Alltag genau für das Podest, neben so Weltklasse-Ringer zu stehen und selber Weltklasse-Ringer zu sein. Und du stehst auf dem Podest und realisierst es gar noch nicht richtig. Nachher ist das ganze Doping-Szenario gekommen mit der Doping-Kontrolle. Ich habe wieder mal ein bisschen schwierig da mit Brünzeln. Brünzeln lege ich noch, aber wenn du die ganze Zeit einen zuschaut, dabei ist es. Ja, nachher ist es losgegangen, haben wir mit dem Verband gefeiert, haben wir mit den Schweizer gefeiert, die unten waren, alle voran, der Götti drauf. Und ich war,
meine zwei ehemaligen Nationaltrainer, der Ludi und der Gysi, sind die gewesen, das hat mir sehr viel bedeutet. Ja, es war ein cooler Abend gewesen. Aber wir mussten leider schon gleich wieder am Flughafen beim halb eins. Halt richtig Schweiz. Und im Flug so von Nur-Sultan auf Istanbul haben eigentlich alle um mich herum geschlafen. Ich bin wach, ich konnte nicht schlafen und da sind die Emotionen, die ich habe, 40 Stunden lang nur brüllt in dem Flugzeug. Also ich dachte, das kann es nicht sein, jetzt sind da am Pennen und du bist am 10. Aber ja, dann hatte ich endlich mal eine ruhige Minute für mich gehabt und da sind einfach die Emotionen übergekocht und ja, langsam kommt es. Es ist wie ein Traum, aber der Traum ist wahr geworden. Das ist eine riesige Erfolgsgeschichte und da hat es sehr viele Beteiligte rum. Es ist schwierig hier Namen zu nennen, aber ich glaube in diesem Haufen hier sind alle irgendwie ein bisschen beteiligt. Ich möchte mich einfach nur bei allen bedanken und ich habe das beste Umfeld, wo ein Sportler sich kann vorstellen kann. Und genieße den Abend heute feiern wir so richtig und ja, wir fahren nach Tokio und wir wollen Medaille in Tokio. Definitiv olympiawürdig, sportlich sowieso, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Ich glaube, es gibt wirklich nichts mehr zu sagen. Es war alles in diesen Worten drin. Man spürt Emotionen, man spürt Freude. Und das wollen wir noch künstlich in die Länge ziehen. Geniessen wir den Abend miteinander. Lasst es euch gut gehen. Dahinter zu trinken, draussen zu essen. Geniessen Sie es, stossen Sie da mit dem Stiefi, stossen Sie da miteinander. Ein riesengroßes Merci auch noch irgendwie zu dieser Erfolgsgeschichte beigetragen haben. Auch im Namen von uns aus dem Umfeld, wo wir wissen, da sind sehr, sehr viele Leute beteiligt und ganz, ganz einen tollen Job leisten. Merci vielmals, lasst es euch ein bisschen gut gehen und geniesst es. Ringen dank starken Partner. Folgende Firmen haben Ihnen diese Sendung präsentiert: Draxler Haustechnik Willisal, Brack, besser online einkaufen, Stutzbau bietet Lehrstellen, Reifeisen. Swiss Helikopter, Ihre kompetenten Partner für alle Helikopterflüge und Helikoptertransport. Lehrmilchtechnolog, bewirb dich jetzt bei der neuen NAFMilch AG.